Willkommen zurück. Folge 3 vom Yandere Simulator. Bisher sind wir noch nicht so weit gekommen, ne? Also wir hatten jetzt eigentlich gestern schon eine Aufnahme. Da war dann aber ein Problem mit der Webcam und deswegen haben wir uns dann entschieden, diese Aufnahme nicht zu nehmen und nehmen das jetzt nochmal neu auf. Man kann in dem Spiel noch nicht speichern, deswegen fangen wir jetzt quasi wieder von vorne an. Und wir wollen jetzt zumindest mal irgendjemanden, oder du möchtest das gerne, töten, ja. Irgendjemanden aus dem Weg räumen, sagen wir es mal so. Ah, guck mal, muss noch nicht in den Klassenraum gehen. Aber der hat mir den Weg gezeigt. Ja, aber jetzt kannst du, glaube ich, erstmal noch rausgehen und ein bisschen mit den Leuten quatschen. Weil es ist ja noch before school. Ja und? Ich will ja nicht quatschen. Doch, du hast da extra deine Schlippis angezogen für mehr... Wo ist denn hier der Ausgang? Ach, da. Ach, hier rechts dann, ne? Stehen sie alle noch hier? Talk. Ich muss jetzt mal das wieder schnell üben. Ah. Plus 2 Reputation, siehst du. Ach, guck mal, was sind das hier für eine schöne pinke Haarreihe da? Da wirst du im wahren Leben auch eigentlich dabei stehen. Oder er hier bei dem Blauhaar? Nee, ich wurde bei... Oh, oh Gott, ist das schon mein Schatzi. Hoch! Da steht er. Guckst du wieder auf seinen Arsch? So ein bisschen wie Zombies, ne? Stehen sie da. Was hat der hier für eine schicke Frisur? Eine Kampffrisur, ja. Ja, so hier Yu-Gi-Oh-Style oder was? Die vorne rot, hinten schwarz. Feuer. Oh, jetzt, okay. Jetzt haben sie genug von dir. Jetzt gehen sie raus, ne? Oder gehen sie jetzt in die Klasse? Ah, nee, gehen sie raus. Ach, da ist er ja schon. Guck, der hat auch ein Karateband. Okay. Pass auf, wir müssen jetzt erstmal wieder rausfinden. Also, wir haben gestern ein paar Sachen rausgefunden. Wir müssen jetzt rausfinden, wer von denen. Letztes Mal war es ja die da vorne, ne? Mit den zwei Zöpfen da. Mit den lilanen Haaren. Genau. Ja. Die muss man nochmal fotografieren. Da sitzt er wieder ganz alleine. Ja. So, mach erstmal ein Kompliment, wa? Würde ich sagen. Ein bisschen einschleimen. Ah, really? Wow, thank you. Bla bla bla. Wenn die wüsste. Und wieder, haha. Oh, hat sogar auf Anhieb geklappt. So, jetzt bekommen wir wieder die Infos. Oh, und da haben wir es wieder. Guck mal, aber die ist im Kochenclub. Also werden wir uns dort auch im Kochen anmelden. Würde ich sagen. Oder? Ja. Kannst du ihr nochmal ein Kompliment machen? Nochmal? Ich weiß ja nicht. Geht das? Nee, ne? Ich glaube nicht. Ach, guck mal, jetzt haben wir schon plus 8 bekommen. Ah. Nee, kann ich nicht. Ah, kannst du nicht, okay. Ja, ich wollte nur noch mal gucken. Wie macht man denn eigentlich die Höschenfotos? Was guckst denn du mich dabei jetzt an? Ja, kann ja sein, dass du da schon eine Idee hast. Ah, scheiße. Nein, da will ich. Actually. Die Maus mal drehen, Obi. This is really embarrassing, but well, I lost my bra somewhere at school. I can't find it anywhere. Don't ask me what my bra is missing. It's a long story, okay? The point is, if you find a bra lying around, it's mine, and I would really appreciate if you'd return it to me. God, this is so embarrassing. Die hat irgendwo ihren... Ah, guck mal, wir haben eine Aufgabe bekommen. Saki Miu has lost her bra somewhere on school grounds. Locate her bra, then return it to her. Will you accept? Jo. You looked for it? Thanks. I hope you find
Und ich denke mal, wenn wir den gefunden haben für sie, dann wird sie... Okay, eine Verbündete von uns. Eine Verbündete und zutraulich werden und dann können wir sie halt irgendwie... Okay, aber die Frage ist, wo? Merkst du dir das mal, also dass sie das ist? Ja, weil die... Du weißt ja, ich und Gesichter... Die Sailor Moon ist das, ja. Oh. Aber ich glaube, wenn die jetzt... Warte mal, genau, renn jetzt mal hinterher. Vielleicht können wir spitzeln, was da los ist. Genau. Hello? I told you not to call me when I'm at school. Like I said, that was a one-time thing. I don't want to do that again. Aha. How much did you say? Oh, du unterpresst? Well, if it's just one more time, then I guess it's okay. How genau, about tonight? Ja, so. Have you met last time? In Sesutetan? Okay, then. I'll see you tonight. Ah, heute? I can't believe I'm doing this. Okay, sie hat also irgendein Problem und kannst du die jetzt nochmal anquatschen vielleicht? Jetzt geht's erstmal. Oh. Da hat etwas Weißes. Warte auf mich. Na, dann warte mal kurz, bis er da hinten angekommen ist. Ach, da sitzt er wieder. Mal gucken, vielleicht. Nee, was ist Gossip? Gerücht, ne? Soll ich mal? Nee. Nee. Okay, also wir haben jetzt schon mal zwei Aufgaben. Einmal. Aha. Einmal nach dem BH suchen. Guck mal, die hat keine Haare mehr. Und jetzt kommen sie gleich wieder, wenn du nach oben gehst, oder wie? Ach guck mal, die haben alle keine Haare. Ja, das ist das Wahre. Gesicht, das sind alles eigentlich gar keine Menschen. Soll ich jetzt erstmal hier alle noch abfotografieren? Oder soll ich lieber den BH suchen? Ja. Die Frage ist halt... Warte mal, können wir... Drück mal Enter. Also hier, warte. Und wenn nicht? So, und dann mach mal... Ah ne, wo war das? Ach doch, Tasks. Tasks, drück mal I. Aha, können wir das irgendwie jetzt. Okay. Accept. Ja, mach nochmal I. Ich glaube, er kommt. Ja, aber da stand E, stand Accept. Ob der mir vielleicht den Weg zum das BH kann sein, zeigt? Ja. Ob der mir den Weg zum BH zeigt? Wo könnte man denn in der Umkleidekabine, ne? Könnte man auf der Toilette. Ja, der führt sich, glaube ich, wieder auf den gleichen. Warte mal, das ist Klasse. Irgendwo müssen ja Toiletten sein oder so, ne? Wo versteckst du denn bitte deine BHs? Ich habe keine BHs. Ich kann dir nicht verstecken. Zurück hier einfach mal den Weg lang. Was ist das da? Nurse Office. Okay. Krankenschwester. Faculty. Also hier kannst du einfach mal überall reingehen. Ach. Oh, was hallo. Ist das denn? Hallöchen. Frau Lehrerin. Ich war böse. Kannst du mit dir was machen? Natürlich kann ich das. Ja? Das ist aber jetzt nicht jugendfrei. Gucke weg. Das Spiel ist eh nicht jugendfrei. Also, nee, kannst du gar nichts mit der. Sie steht einfach nur... Schade, ich komme nicht runter. Ja. Na gut. Und dann auch in der Bücherei, weißt du? Was ist, wo geht's hier hin? Nach achso. Oh, hallo? Ah, okay. Warte mal, fällt es in der Sporthalle liegen lassen?
Kann das sein? Wenn du da überhaupt hinkommst. Ich bin auch gestern schon eingebrochen. Und die anderen. Ja, stimmt. Das macht dir ja nichts aus. Nee. Oh. Und wie ich reinkomme. Ja, ohne die Tür zu öffnen. Wusch. Okay, anscheinend ist das hier noch nicht so ganz. Warte mal, wenn ich hier raus, dann bin ich wieder draußen, ne? Ja. Oh. Ja. Hallo, wo bin ich? Oh Gott. Ja, dann sieht man, dass das Spiel noch nicht fertig ist. Okay, da lang musst du. Ja, genau. Mach mal ein bisschen Gas her. Oh Gott. Ich hab grad keine Haare mehr gehabt. Ja, man hat voll den Popo gesehen. Den Popo. Warte, wo sind denn hier die Umgebung? Also hier sind... Ich glaube aber nicht, dass das dann hier ist. Ich bin verschwunden. Wenn das noch nicht so wirklich im Spiel implementiert ist hier, dann wird der BH nicht hier sein. Okay, also back to school, würde ich sagen. Wo war denn das? Ach, da hinten, ne? Oder? Oh Gott. Mal lauf einfach mal rum hier. Ne, das sind... Ach, da. Diese Musik. Die Bäume sind schön, nicht? Diese Kirschblütenbäume. Ja, ich geh mal hier kicken. Sind das hier? Ach, das sind die Toiletten, wa? Ah, das ist die extra. Mhm. Und saunamäßig. Aha, ach, guck mal. Oh, ach so, kannst du dich umziehen. Nude. Ah, lol. Hast du jetzt gerade lol gesagt? Hat er. Oh, guck mal, du kannst jetzt School, Gym oder nackt dich kannst du so. Ach so, damit du dann dich halt. Ach ja, das muss man dann machen, wenn du jetzt jemanden, ne? Will ich jemanden scharf machen oder was? Nein. Wenn du halt Blut an dir kleben hast, ne? Dann musst du dich halt duschen gehen. Okay, ist das gleiche? Ich will ja den BH haben. Huch. Ja. Ah, der hat ihn ja irgendwo liegen lassen, ne? Oh. Die Grafik ist aber echt schön eigentlich. Ich mag dieses... comichafte, zeichentrickmäßige. Oh, was ist denn das? Schwimmbad? Achso, ne. Aha. Was sind das für Toiletten? Okay. Kannst du auf die Toilette gehen? Also kannst du das benutzen? Ne. Ich kann hier hoch. Ist ja merkwürdig. Also, japanische Toiletten scheinen eine Herausforderung zu sein. Okay, also sie muss das irgendwo... Oder vielleicht im Park? Lag der da vielleicht irgendwo? Was hätten die dann im Park gemacht? Na, das wissen wir ja nicht. Noch nicht. Okay, also hier ist nichts weiter. Was ist da hinten? Noch nicht. Wand. Okay. Hüpf. Nee, irgendwie bist du hier jetzt gerade. Ich will ja nur mal ums Haus hier gehen. Ach, hier ist der Eingang. Warte mal, dreh dich mal. Ja. Guck mal, da liegt. Ach Gott, die haben wir gar nicht gesehen. Hier liegen ja Mordwerkzeuge. Und wenn ich das richtig verstanden habe, also eine Schere ist okay, die kannst du mit dir rumtragen. Aber sobald du halt irgendwelche anderen Waffen nimmst, die halt auffällig sind. Also fange ich mit der Schere an. Ich würde mal die Schere jetzt einfach mal nehmen, ja. Okay.
möchte näher ran, wa? Muss man gerne noch näher ran? Jetzt. Genau. Oh, wir haben unser erstes Werkzeug. Oh, sind schon alle drin jetzt, ne? Ich bitte jetzt was machen kann? Nur mal rein theoretisch? Also irgendwie scheint mir das, als wenn die irgendwie gar nicht so richtig im Spiel. Also mit der kann man halt nichts machen irgendwie, ne? Also sollte ich am besten den BH finden, um ihr Vertrauen zu. Oh, jetzt beginnt. Genau. Den BH finden und. Und die dann abstechen, wenn sie mit mir dann mal allein unterwegs ist. Huch, wo bin ich denn jetzt? Ach, da muss ich lang. Late for class. Warte, Tee. Muss ich da hoch, ne? Andere Seite. Okay. Also wahrscheinlich egal, welche Seite du gehst. Da. Mit der Schere bewaffnet. Ach hier. Alles klar. Da läuft die inne gegen den. Ach, da. Alles klar. Liegt der vielleicht hier irgendwo rum? Nee, wa? Im Schrank da hinten? Kommst du da hin? Nee, ne? Auch nicht. Nee. Kann ja sein, dass die das da gleich irgendwie so reingebastelt haben, weißt du? How could you? Was hast du getan? Stop right now! Oh. Du hast dir gerade einfach mal. Okay, jetzt weiß ich, wie es geht. Ich weiß jetzt, wie ich abschlachte. Ja, wie denn? Ich muss F drücken. Stand das gerade da? Na, der F war zur Auswahl. Guck mal, mach mal Checkpoint.